Heute begrüße ich Sie zu einer ganz besonderen Sendung. Hannovers Bürgersender H1 hat Geburtstag, wird in diesem September 15 Jahre alt. Das ist ein guter Grund, einmal in eigener Sache auf diesem Sofa zu plaudern. Bei mir ist heute der Geschäftsführer von H1, Peter Maurer-Ebling. Schön, dass Sie da sind, Herr Maurer-Ebling. Wie fühlt man sich denn, wenn man plötzlich auf dem Sofa sitzt, was man sonst immer mit der Kamera im Blick hat? Ja, es ist im Prinzip eine gewohnte Umgebung, aber doch die Position ist wirklich ungewohnt. Als Geschäftsführer sitze ich ja nicht so häufig vor der Kamera. Ab und zu kommt das mal vor, dass ich irgendwie was erklären muss, in irgendeiner Sendung teilnehme, aber dass ich so im Mittelpunkt stehen darf oder für den Sender stellvertretend stehen darf, wie bei Ihnen, ist nicht so häufig. H1 Geschäftsführer, was stelle ich mir eigentlich darunter so vor? Das klingt so theoretisch. Was machen Sie als Geschäftsführer hier eigentlich? Ja, theoretisch ist es gar nicht, also weil ich im Prinzip für, wir sind ein relativ kleines Team, also das Festteam besteht nur aus 6 Personen und zum Teil auch nur auf halben Stellen und ich bin der Einzige, der hier eine volle feste Stelle hat und ich bin zuständig für Finanzen, für Personal, letztendlich für den Sender-Output. Aber auch für ganz viele Dinge, die geklärt werden müssen, wo es keinen speziellen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gibt, wo dann logischerweise der Geschäftsführer gefragt wird. Und das können manchmal ganz banale Dinge sein. Irgendwas muss besorgt werden. Das kann ich dann zwar delegieren, aber es geht erstmal über meinen Schreibtisch zumindest. Und manchmal sind es eben auch wichtige Entscheidungen, die den Haushalt betreffen, die die Lizenz betreffen. Es ist total unterschiedlich. Es ist sehr gemischt, deswegen fühle ich mich hier auch nach wie vor so wohl, weil langweilig ist es wirklich in den 15 Jahren mir hier noch nie geworden. Also ganz platt würde ich sagen, Mädchen für alles und immer mit Engagement und dem Herzen dabei. Wie sind Sie eigentlich zu dieser Position gekommen? Was haben Sie vorher gemacht? Was muss man gelernt haben, um Geschäftsführer von so einem Sender zu werden? Ja, gute Frage. Die habe ich mir auch selber schon öfter gestellt, also ob ich hier sozusagen noch richtig bin. Also ich bin Diplompädagoge, Schwerpunkt Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung, habe ich hier in Hannover studiert. Ich bin sowieso zwar kein gebürtiger Hannoveraner, aber aus der Region und insofern der Stadt sehr treu. Und habe danach in einer gewerkschaftlichen Bildungsarbeit eine Zeit lang gearbeitet. Auch da schon mit dem Medium Video. Ich fand das sehr spannend, um danach in einer Musikschule zu arbeiten. Mit Jugendlichen habe ich da Videoseminare gemacht und habe dann kurz für einen Verlag gearbeitet. Daraufhin kurz in einer Drogenberatung. Und dann bin ich 1996 zum OK Hannover gekommen damals. Sagen wir mal, Sie haben da auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, mit jungen Leuten umzugehen und ein offenes Ohr für die jungen Leute zu haben, wenn Sie auch beratend tätig gewesen sind, wie Sie eben sagten. Medien haben Sie also immer schon interessiert und Sie sagten eben Drogenberatung, ein ganz interessantes Stichwort. Da haben Sie sicher auch viel im Umgang mit jungen Leuten gelernt, was Sie hier auch mit Ihrer jungen Crew an Betreuung und Beratung vielleicht umsetzen. Aber gab es auch schon mal so Situationen, wo Sie gesagt haben, heute schmeiße ich den Kram am liebsten hin, so Pleiten, Pech und Pannen, wie man das so aus dem Fernsehen gibt. Haben Sie so etwas hier auch schon erlebt? Ja, durchaus mussten wir auch schon erleben. Also ich glaube, die größte Pleite, die wir hier mal produziert haben, war eine Sendung mit Herrn Jagau. Da hatten wir unser Regionspräsident. Genau, als er noch relativ neu war. Und da haben wir hier eine Studioproduktion gemacht und alles sollte so laufen wie heute. Und da wir ja immer ein sehr gemischtes Team haben, das sind ja nicht alles nur Festangestellte, sondern sind ja auch zum Teil Praktikanten und Ehrenamtliche engagiert. Wobei ich das auch nicht abschieben will, das war letztendlich unser eigenes Problem. Und es hatte jemand im Prinzip auf den falschen Knopf gedrückt und wir haben die ganze Sendung gefahren, ohne sie aufzunehmen. Also es war keine Live-Sendung, sondern live on tape, ohne dass das Tape lief. Und das war, also so jemandem dann entgegenzutreten und zu sagen, tut mir leid, wir müssen das Ganze nochmal machen, das gehört schon zu den bitteren Pillen. Das ist schon der Super-GAU im Mediengeschäft. Haben Sie denn so ein Motto, wenn irgendwas nicht so vorangeht oder wenn Sie sich selber ermutigen wollen, nachdem Sie leben? Ich persönlich? Ja. Naja, also nicht wirklich. Mein Vater hat mal sowas gesagt, geht nicht, gibt's nicht.
Und da erinnere ich mich oft so dran, aber so ein richtiges Motto ist das nicht. Nee. Aber geht nicht, gibt's nicht, finde ich schon sehr in Ordnung. Ja, okay. Lassen Sie uns doch einfach jetzt mal über den Geburtstag reden. Sie sind ja von der ersten Stunde bei H1 dabei. Sind Sie denn so ein bisschen in Geburtstagslaune heute? Ich bin ja ein ehrlicher Mensch, nicht wirklich. Also das ist schon was Besonderes natürlich, hier auf dem Sofa zu sitzen und in dieser Situation zu sein. Aber so Geburtstagslaune ist ja feiern und gut drauf sein und ausgelassen. Das bin ich nicht wirklich. Also wir haben im Prinzip wirklich einen heißen Herbst dieses Jahr und das bringt schon so eine gewisse Anspannung. Heißen Herbst durch die Kommunalwahl auch? Kommunalwahl, wir hatten den Großraum-Entdeckertag, den Entdeckertag der Region. Hm. Ja, ich muss mich langsam nach 10 Jahren das umgewöhnen. Geht vielen so. Und der 15. Geburtstag, das bedeutet natürlich auch, dass wir bestimmte Aktionen machen, da kommen dass wir noch Sondersendungen produzieren und so. Und das ist doch ganz schön ganz schweißtreibend. Schön. Und ich hoffe, dass wir irgendwann zum Ende hin dieses Jahres noch eine Party machen, wo wir dann allen Leuten, die mitgewirkt haben, die aktiv waren, die sich reingehängt haben, sozusagen Danke sagen können und dann noch mal ein bisschen ausgelassener feiern. Sie haben aber auch schon eine ganze Reihe Geburtstagsglückwünsche bekommen. Ja. Schauen wir doch mal einfach rein, wer da so gratuliert. Ich wünsche dem Bürgersender H1, der seit 15 Jahren diese Stadt regional hervorragend mit Informationen und Meinung versieht, eine gute Zukunft. Ich finde es gut, für die Menschen vor Ort unmittelbar im Bereich des Fernsehens Informationen zu bekommen. Ich glaube, das stärkt Gemeinschaft, stärkt neue Ideen. Und ich glaube, das kann gut so weitergehen, wie ich es hier als Neu-Hannoveraner jetzt gerade kennengelernt habe. Dieses Jahr wird H1 15 Jahre alt. Das ist 15 Jahre Bürgerfernsehen. Das sind Bilder und Nachrichten aus der Region über das wirkliche Leben. Nicht die Glamour-Welt, sondern das, was Menschen wirklich vor Ort interessiert, was ihr Leben ausmacht. Ich gratuliere H1 herzlich. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch weiterhin so gut engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und stets gute und spannende Themen aus der Region Hannover berichten. Ja, der Freundeskreis Hannover gratuliert H1 recht herzlich zum 15-jährigen Jubiläum. Es ist einfach wunderbar, dass es solche Einrichtungen gibt wie Bürgerradio oder eben auch Bürgerfernsehen. Letztendlich ist es sogar ein urdemokratische Einrichtung, eben von unten und vor allen Dingen, dass eben Hannover ins rechte Licht gerückt wird. Und wir können H1 nur noch wünschen, dass sie weiterhin mit dieser Qualität und diesem Elan weiterarbeiten. Herzlichen Glückwunsch, H1, zum 15. Geburtstag. Seit anderthalb Jahrzehnten macht unser Bürgerfernsehen wirklich vielen tausend Hannoveranerinnen und Hannoveranern jeden Tag Spaß mit Nachrichten, mit Unterhaltung, mit ganz vielem aus einer tollen Stadt. Und deswegen, wenn es H1 nicht gäbe, man müsste diesen Sender erfinden. Zum Glück gibt es H1. Ich freue mich auf den 20. Geburtstag, den 25., den 30. H1 noch ein langes, gesundes, glückliches Leben. Ja, danke dafür. Wie man sah, Herr Weil ist ja durchaus häufig bei uns auf dem Sender, aber auch trotz der Panne ist Herr Jagau wiedergekommen und war so nett, aber uns zum Geburtstag gratulieren. Es soll ja immer noch Leute in dieser Stadt geben, man mag es kaum glauben, die ganz wenig oder gar nichts über H1 wissen. Erklären Sie uns doch den Sender einfach mal. Wie fing das an? Auf welcher Basis wurde H1 geboren sozusagen? H1 ist nicht so ganz einfach zu erklären, weil ich merke das immer wieder, wenn Leute zum Beispiel ein Praktikum hier machen wollen oder wenn Leute vorbeikommen und sagen, ich habe eine Idee, ich will was machen, wie geht das? Das ist immer nicht so einfach zu erklären, weil eben die Struktur so durchwachsen ist, ne? Also wir haben ja ein total gemischtes Team, also aus Festangestellten, aus Auszubildenden, aus Ehrenamtlichen, aus Praktikanten und ja, Ehrenamtliche sind Freiwillige, genau. Und wie fing das an? Es fing 1996 an, also davor gab es einen Arbeitskreis, nannten die sich, glaube ich, in Hannover. Da gab es einen sehr engagierten Pastor, Pastor Jan Diekmann. Der hatte in Nordrhein-Westfalen, da gibt es diese Einrichtung des offenen Kanals schon seit 1985,
Da hat er das kennengelernt und war da so begeistert von und wollte unbedingt Fernsehen machen, war aber nun mal ein Hannoveraner und hat es tatsächlich dann zu einer Mediengesetzänderung gebracht 1994. Und dann ist ein Verein gegründet worden, eben der Offene Kanal Hannover Verein. Darüber habe ich dann mitbekommen in der Zeitung und hatten wir schon gesagt, über Medienarbeit fand ich das natürlich spannend, weil ich habe mit Jugendlichen gearbeitet und uns stellte sich immer die Frage, was machen wir mit den Produkten? Ne? Also im Wohnzimmer zeigen oder mal die Eltern zusammensammeln oder die Klassen oder so, das haben wir dann mal gemacht, aber da dachte ich dann, super, jetzt gibt es endlich ein Medium, wo man das machen kann und ich fand das total spannend. Ich hatte mich während meines Studiums schon mal so ein bisschen theoretisch damit beschäftigt. Ja, und dann gab es das Mediengesetz plötzlich und wir haben uns beworben auf die Lizenz, genau. Und am 31. Januar 1996 gab es eine Versammlung im Pavillon damals. Da bin ich dann vorgestellt worden als Geschäftsführer und am 15. Februar habe ich dann angefangen, hier oben in einem winzigen 10 Quadratmeter Büro ein Handy und eine Schreibmaschine und dann haben wir quasi losgelegt. Sie haben fabelhafte Fotos rausgesucht aus der Anfangszeit. Wir sehen nämlich das Studio, in dem wir heute sitzen, wie es damals ausgesehen hat und einen weiteren Raum dieses Studios. Da war damals das Sozialamt drin, das war sicher kein leichter Anfang. Und Sie haben ja damals auch unter einem anderen Namen firmiert. Offener Kanal, Sie haben das eben schon erwähnt, gibt es auch ein entzückendes Foto. Vielleicht, hier sehen wir jetzt nochmal das Studio, wo es gesehen hat. Aber Sie haben auch passend zu den ersten Sendungen, die am 21. September 1996 gesendet wurden, ein schönes Foto erstellt. Erzählen Sie uns mal diese Geschichte, dieses Kanalfotos. Ja, wir haben halt gedacht, offener Kanal, was passt dazu? Wir wollten eine kleine PR-Aktion sozusagen machen und sind dann auf die Idee gekommen, unsere Medienpädagogin damals, Isabel Rodde, in einen Kanal zu stecken und sozusagen aus dem Untergrund zu erscheinen und die darüber liegende Wirklichkeit abzubilden. Das haben wir einfach damals so uns erdacht. Und da ist dann die erste Postkarte, die haben wir hier auch noch stehen, entstanden. Da haben wir dann darauf aufmerksam gemacht, dass wir am 20. September, war es glaube ich, so eine kleine Gala im Pavillon gemacht haben mit Herrchens Frauchen. Das war sozusagen mein erster Skandal, den ich hier hatte. Wieso Skandal? Bevor wir auf Sendung gegangen sind. Naja, die beiden haben kein Blatt vor den Mund genommen und das ging schon hoch her dann. Irgendwie. Ja. Da wollten schon die ersten wieder aus dem Verein austreten, bevor wir überhaupt dann auf Sendung gingen. Ja, das war echt höchst spannend und aufregend. Die ersten Sendungen hießen OK, OK Television und Steilpass Sport. Wie viele Programme machen Sie denn so inzwischen in Ihrem 15. Lebensjahr heute? Ja, ich habe gerade vorhin nochmal nachgeguckt, wir haben 28 feste Sendeplätze, also die natürlich regelmäßig produzieren, aber nicht im gleichen Rhythmus. Also es gibt ja eine tägliche Sendung, mehrere wöchentliche, 14-tägige, monatliche. Und da gibt es 28 feste Sendungen, also mit denen wir eine Vereinbarung haben, dass die hier senden. Und das meinte ich vorhin mit dem Komplizierten. Es gibt Sendungen, die quasi annähernd ohne unsere Unterstützung funktionieren, von außen uns anliefern. Dann gibt es Sendungen, die mit uns kooperieren, also denen wir helfen, die das Studio benutzen, denen wir bei der Produktion im Studio helfen. Und es gibt eben Sendungen, die wir ganz alleine selber machen. Wir reden OK, mal ganz OK kurz. Television gibt es leider nicht mehr. Das war ja so eine Regionssendung. Also wir waren mal sogar, was die Region angeht, muss man kritisch sagen, glaube ich, eher besser aufgestellt, als es im Moment ist. Da wollen wir auch wieder hinkommen. Wir haben jetzt gerade so in dem Projekt Bürgerarbeit einen Arbeitsplatz geschaffen, also kriegen da eine Unterstützung für die nächsten 3 Jahre. Das fängt zu Anfang des nächsten Jahres an, weil wir merken, wenn man so direkt im Zentrum sitzt hier und quasi nur vor die Tür stolpern muss und hat sofort da mehrere Themen und kann da praktisch Umfragen machen und so, dann fährt man eben nicht nach Burgdorf oder nach Gehrden oder nach Langenhagen. Herr Maurer-Ebeling, wir haben mal ganz kurz ein paar Fotos vorbereitet von wichtigen Sendungen, die Sie hier machen. Wir sehen mal ein Foto TV Lokal. Sagen Sie ein paar Worte 0511 dazu? TV Lokal ist der komplette Titel, das ist unser
wichtigster Programmteil, würde ich fast sagen. Also ich weiß nicht, ob es draußen so wahrgenommen wird, jedenfalls intern sind wir da, stecken wir da am meisten Personal rein, am meisten Power rein. Also da gibt es 2 halbe Stellen für. Wir sehen das Gründungsjournal. Erzählen Sie da ein bisschen was drüber? Das Gründungsjournal ist eine Kooperation mit Hannover Impuls. Das machen wir unregelmäßig, aber die produzieren hier im Studio. Wir produzieren für die Einspieler und dann wird das auch im Internet verbreitet. Und Sie, da haben wir über deren Homepage zum Beispiel sehr viele Klicks auf die Sendung gehabt. Das war sehr erfolgreich. Und wir sehen noch mal einen Blick in die Ratssitzung. Sie berichten auch regelmäßig aus den Ratssitzungen der Stadt Hannover. Das haben wir im Moment ein bisschen ausgebaut, da schon wieder was, wo wir ein bisschen stolz drauf sind. Also das haben wir eine Zeit lang wirklich nur dokumentiert und haben das ungeschnitten laufen lassen. Das ist schwer, glaube ich, zu gutieren und das haben wir jetzt ein bisschen verändert. Wir haben da jemanden dran gesetzt, der das redaktionell bearbeitet und wo es eben auf bestimmte Themen zugeschnitten ist, also wo wir nicht mehr die gesamte Zeit ausstrahlen. Das hier war bei einer Sondersendung zum Haushalt. Da haben wir kooperiert mit der Fachhochschule, also mit den Journalisten, mit der Journalistikausbildung und haben da eine Sendung live aus dem Rathaus gemacht. Sie senden auch aus dem Presseclub einmal im Monat die Sendung Warum, Herr Weil? Wir sehen Sie auch auf einem Foto mit unserem Oberbürgermeister. Wie, Herr Weil repräsentiert ja sozusagen die Stadt in diesem Moment. Wie sind Sie in der Stadt angekommen? Wie werden Sie aufgenommen, frage ich Sie mal zu diesem Foto. Also vom Rathaus sozusagen, ja. Von der Verwaltung. Da kann ich mich nun wirklich überhaupt nicht beklagen, will ich auch nicht. Also da kann ich nur Lob aussprechen. Also die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Ich glaube, Herr Schmalstieg hatte das schon erkannt und wir haben schon damals angefangen, in der Ausbildung zu kooperieren. Der hat immer gesagt, ich will kein Geld da reinstecken, weil das klingt dann so nach Bürgermeisterfernsehen, nach so erkauften Sendungen. Habe ich auch verstanden. Ich fand ihn immer eher so ein bisschen unzugänglicher. Mit Herrn Weil ist das, finde ich, sehr viel einfacher. Ich nehme ihm das ab. Dieser Glückwunsch war, glaube ich, wirklich ernst gemeint. Und der, wenn ich mit ihm zu tun habe, der erkennt, glaube ich, so das Potenzial. Und jetzt auch die ganze Sache mit der Wahlbeteiligung, das lag ihm ja sehr am Herzen. Und da haben wir ihn, wie ich finde, sehr unterstützt. Wir haben eine wöchentliche Extrasendung zur Wahl gemacht und haben über die Wahl berichtet. Und also die Zusammenarbeit mit der Stadt klappt wirklich super. Ein richtiger Stadtsender sozusagen. Ja. Können Sie eigentlich alle Programme alleine stemmen oder sind Sie da auch manchmal auf Kooperationen oder Zukäufe oder so etwas angewiesen? Naja, Zukäufe können wir uns gar nicht erlauben. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt ja irgendwann noch die Frage nach den Finanzen, die ist wahrscheinlich schnell beantwortet. Nein, wir sind also keine Chance. Wir sind ja nicht kommerziell aufgestellt und wir haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas gegen Geld einzukaufen. Ja. Also es gibt einen Programmaustausch, es gibt so eine Nordkooperation der Bürgersender in Norddeutschland. Und wenn wir zum Beispiel Produktionen haben, die jetzt so ein bisschen über Hannover hinaus Bedeutung haben, wie Filmfestival vor Ort, das ist so ein Projekt, was wir in Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig und Hannover machen, das tauschen wir dann aus und genauso passiert es mit anderen Sendungen. Wir haben zum Beispiel von Tide TV aus Hamburg die konspirativen Küchenkonzerte eine Zeit lang übernommen. Die sind dann nominiert worden für einen Grimme-Preis. Letztes Jahr war es, glaube ich. Und letztens habe ich in der Zeitung gelesen, dass das ZDF das jetzt übernimmt. Also es ist eine super Erfolgsgeschichte. Aber ja, ich möchte mal eben den Ball aufgreifen, den Sie mir eben so locker mit der Hand zugespielt haben. Wie sind Sie denn finanziell aufgestellt mit dem Sender? Dünn. Also wir werden finanziert von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. Das ist ja die Behörde, die den kommerziellen oder den privaten Rundfunk in Niedersachsen kontrolliert. Und das ist sozusagen unsere Ansprechbehörde, die uns einerseits finanziert und andererseits eben auch kontrolliert natürlich. Wir haben Fördermittel von 287.000 Euro pro Jahr. Und im nächstjährigen Haushalt gelingt es uns wahrscheinlich zum ersten Mal, dass wir sozusagen pari pari sind, also dass wir die Fördermittel, die wir von der NLM bekommen, in gleicher Höhe nochmal selber sozusagen einnehmen. Also über Produktionen, man muss sagen, also dass die Auszubildenden, die von der Stadt ja finanziert werden, natürlich damit reinfallen.
Also das ist dann, sind dann geldwerte Leistungen, aber die werden uns eben als Eigenmittel anerkannt. Und dann sind wir so 50-50, somit bei einer guten halben Million ungefähr. Okay. Das ist der Etat für den gesamten Sender, Personal, Technik, Miete, Strom. Sie sind, sind Sie eigentlich ein reiner Stadtsender oder gehen Sie auch in die, auf die, in die Region raus? Sie waren ja beim Entdeckertag sehr groß vertreten. Kann man Sie auch in der Region sehen? Man kann uns in der Region sehen, ja. Also wir decken nicht die gesamte Region ab. Also das nennt sich technisch das Kabelnetz Hannover. Also wir sind ja nur übers Kabel im Fernsehen zu empfangen, im Internet sehr wohl über eine Mediathek und einen Livestream über HTP. Neuerdings auch bei YouTube, also möchte ich jedem nur ans Herz legen, der irgendwie Interesse hat, mal auf unsere Internetseite www.h-1.tv zu gucken. Wir haben jetzt auch da Beiträge eingestellt, also so nach bestimmten Rubriken sortiert und wo man sich relativ schnell einen Überblick über Themen in Hannover verschaffen kann, ob vom Umweltthemen oder politische Themen oder kulturelle, wie auch immer. Herr Maurer-Ebling, es gibt in dieser Sendung hier auf dem H1-Sofa mit meinen anderen Gästen so einen Brauch, Sätze zu ergänzen. Ich werfe Ihnen mal Satzanfänge zu, mit der Bitte, sie ganz kurz zu ergänzen. Okay. Wir von H1 lieben Hannover, weil? Weil es eine offene Stadt ist. Sie hat, finde ich, genau die richtige Größe für so einen Sender. Und ich finde es toll. Ich habe den Eindruck, dass der Bürger nah, relativ nah an der Politik ist. Das gefällt mir. Bei unseren Sendungen haben wir den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Zu einem attraktiven Programm gehört für uns eine tägliche Information. Dass Bürger bei uns ihr eigenes Programm machen, finden wir existenziell. Also ohne ehrenamtliche Zuarbeit gäbe es diesen Sender nicht. Die Anregungen unserer Zuschauer? Nehmen wir ernst, versuchen sie umzusetzen. Es sind allerdings relativ wenig. Ich weiß nicht, ob die Leute sich nicht trauen. Keine Ahnung. Kann ja eine kleine Aufforderung sein. Ja. Wer bei uns arbeiten will, muss teamfähig sein. Okay. Kurze Antwort. Und unser größter Geburtstagswunsch ist? Ja, weitergedacht natürlich die Verlängerung der Lizenz, da arbeiten wir drauf hinaus. Aber im Moment bin ich gerade an so einem kleinen Projekt, was ich versuche mit privaten Geldgebern in Hannover auf die Beine zu stellen, dass wir eine neue Auszubildendenkamera uns leisten können. Das Equipment, mit dem wir im Moment fahren, ist in der Regel 15 Jahre alt, also bis auf unsere EB-Kameras und bis auf die Schnittplätze natürlich. Aber die Studiokameras sind 15 Jahre alt, so auch unsere Ausbildungskamera. Und die Ausbildung ist ein ganz wichtiges Standbein hier im Sender. Und da müssen wir dranbleiben. Ich sage es mal, weil Sie wahrscheinlich bescheiden sind zu sagen, wer spenden will für die Ausbildungskamera, kriegt auch eine Spendenbescheinigung. Ja, klar, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Tut etwas Gutes für die jungen Leute. Unbedingt. Wir wollen mal auf die jungen Leute zu sprechen kommen. Wie viele junge Leute arbeiten hier und macht es Ihnen überhaupt Spaß? Wir haben mal reingehört. Hallo, ich bin Maria aus dem ersten Ausbildungsjahr. Wir sind hier im technischen Lager und ich packe die Ausrüstung für den nächsten Dreh zusammen. Ich bin der Arthur, ich bin im dritten Lehrjahr und gerade warte ich unsere Notebooks, damit sie bei der nächsten Produktion voll einsatzfähig sind. Ich bin Florian, ich bin im ersten Lehrjahr, ich bin heute für den Ton zuständig und ich sorge dafür, dass Frau Berger in ihrer Sendung nicht verstummt. Hallo, ich bin Katrin, ich bin im ersten Lehrjahr und bereite gerade die Sendeliste für heute vor, damit H1 pünktlich um 15.30 Uhr anfangen kann. Wie viele junge Leute haben Sie schon ausgebildet, Herr Maurer-Ebling? Ich habe nachgeguckt, wir haben schon 20 Leute in den beiden Berufen Mediengestalter, Bild und Ton und Kaufleute für audiovisuelle Medien inzwischen ausgebildet. Ich glaube, seit 12 Jahren machen wir das inzwischen. Eigentlich ist der Sender ein Ausbildungssender. Ich sage das manchmal so, also neben Regionalsender und dass wir eben Bürger beteiligen, sind wir wirklich sehr stark als Ausbildungssender aufgestellt. Also wenn man die Auszubildenden sozusagen einen Tag nach Hause schicken würde, dann würde hier das Licht ausbleiben. Also die werden sehr schnell in Arbeiten eingebunden. Also die Ausbildung ist sehr praxisnah, funktioniert, wie ich finde, sehr gut. Also wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht, also auch mit den Prüfungen, das hat immer funktioniert. Wie groß ist denn der Run auf die Ausbildungsplätze? Hat man eine Chance? Also wir machen überhaupt keine Werbung mehr. Die Stadt Hannover, also da die Stadt Hannover der Vertragspartner ist,
machen die auch Werbung dafür. Also die schalten, glaube ich, eine einzige Annonce und wir haben immer so 80, 90 Bewerbungen. Ich finde, das geht, das ist gar nicht zu viel, aber für 3 Ausbildungsplätze. Also meistens stellen wir 3 pro Jahr ein, dieses Jahr mal 4. Der Medienbereich klingt ja immer so ein bisschen nach Glamour. Wir sehen noch mal ein Foto hier mit dem jungen Team, als Gunter Gabriel hier bei uns im Studio zu Gast ist. Aber ist es Glamour oder ist es auch ein Beruf, der echte Zukunftschancen hat? Naja, Glamour ist es bei uns eher gar nicht. Also wenn ein bisschen Glamour hier ist im Sender, dann bringen Sie den mal rein mit Kontakten zu, sagen wir mal, VIPs. Ansonsten ist es ein ganz normaler Ausbildungsberuf, in dem man viel Kreativität braucht, wie ich finde. Man muss technisches Verständnis haben. Also wir reden jetzt über den Mediengestalter, Bild und Ton, der ist ja so ein bisschen der Hauptberuf sozusagen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Wir trauen uns auch, ganz unterschiedliche Leute einzustellen. Also bei uns hat nicht nur der Abiturient eine Chance, sondern wir mischen das sehr, also wir versuchen uns die Leute genau anzugucken, wer hier wohl reinpasst und machen auch damit, wie ich finde, gute Erfahrungen. Und wie wir so sehen, wir machen keine Verbleibforschung mit den Auszubildenden, die dann gehen, aber was wir so mitkriegen, haben die alle eine ganz gute Chance auf dem Arbeitsmarkt. Also es gibt diverse, die beim NDR arbeiten, beim Hessischen Rundfunk und bei privaten. Toll, da kann man den jungen Leuten, die uns heute hier in dieser Sendung begleiten, nur feste die Daumen drücken, dass es auch so geht. Reden wir mal ein bisschen über die Zukunft des Senders. Sie sagten schon, Sie müssen wieder die Lizenz neu beantragen. Mhm. Wann wird das sein und wie groß sind Ihre Chancen, weiter die Lizenz zu bekommen? Also unsere jetzige Lizenz läuft bis 2014 und 2 Jahre vorher müssen wir uns dann immer sozusagen darauf vorbereiten und einen Antrag stellen. Wir haben das Glück, durch die Novellierung des Mediengesetzes haben wir zwar einen neuen Konkurrenten bekommen, beziehungsweise bekommen wir demnächst. Das ist sozusagen der Wermutstropfen. Allerdings sind wir gleichgestellt worden, was die Lizenzverlängerung anbelangt. Und somit können wir eine Verlängerung bekommen, müssen uns nicht neu bewerben auf die Lizenz. Und das wäre auch eine Verlängerung um 7 Jahre. Und ja, da arbeiten wir darauf zu, dass wir die kriegen. Und das ist auch berechtigt, finde ich, dass wir die drücken kriegen. Drücken wir mal die Daumen. Muss ich ja sagen, kann ich aus vollem Herzen, mit voller Überzeugung sagen. Drücken wir mal die Daumen. Sie haben schon erwähnt, Sie kriegen Konkurrenz. Bisher sind Sie ja so der Platzhirsch. Künftig sind auch lokale, kommerzielle Sender zugelassen. Wie wollen Sie sich dagegen aufstellen? Also wir machen im Moment, ganz ehrlich, erstmal so weiter wie bisher. Wir haben unsere tägliche Nachrichtensendung, wir haben Unterhaltungssendungen. Wir merken im Moment nicht, dass das irgendwie einbricht, also dass uns Sendungen abhanden kommen. Wir werden mal gucken, was Hannover TV, wird es glaube ich heißen, dann ab November bietet. Und das ist natürlich schade, klar, wenn man irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sagen kann, wir sind Hannovers Fernsehsender, wenn man den verliert, das ist ein bisschen bitter, aber das ist nun mal so. Und ja, mit der Konkurrenz will ich gar nicht bemühen. Wir tun, was wir können sozusagen und wir werden dann eventuell unsere Formate umstellen, wenn wir den Eindruck haben, wir können daraus lernen sozusagen oder wir können sollten strategisch eher was anderes machen. Konkurrenz belebt ja das Geschäft und Sie lassen sich ja auch immer wieder was einfallen, um die Hannoveranerinnen und Hannoveraner an Ihren Sender zu binden. Sie haben auch eine super Idee zum 15. Geburtstag gehabt. Schauen wir doch mal rein. 15 Jahre, 15 Orte. Unter diesem Motto laden wir Sie zu spannenden TV-Drehs an interessanten Orten ein. Klicken Sie jetzt auf h-1.tv/15-Jahre oder rufen Sie an Hannover 36 70 10. Da erleben, Herr Maurer Ebling. Ja, das ist so eine Aktion, von der ich vorhin sprach, die uns im Moment den Schlaf raubt so ein bisschen. Wir haben 15 Orte uns ausgesucht in Hannover, wo man nicht so alltäglich hingeht und dachten, wir wollen Türen öffnen. Das ist so ein bisschen ja auch unsere Vision, dass wir sagen, wir wollen Leute in Kommunikation bringen, also miteinander zu reden über ihren Ort, über sich zu kümmern einfach. Was sind das für Orte, die Sie aufsuchen werden? Sie drängeln auf die Sendezeit. Also wir haben zum Beispiel die NordLB kann besichtigt werden, der Hermesturm, die Sternwarte,
Die tote Station der Östra unterm Bahnhof, das H1-Studio zu einer Sendung. Ganz spannend. Und so weiter. Da müssen die Leute auf unsere Internetseite gucken. Das ist kostenlos. Ein Team von uns wird dabei sein, wird das ein bisschen dokumentieren. Und Sie werden auch darüber berichten? Natürlich. Bis wann kann man sich denn noch bewerben? Das hängt davon ab, wie der Run ist. Also einige Aktionen beginnen, sind schon gelaufen und da muss man im Prinzip anrufen und fragen, ob die noch aktuell sind, ob man da noch reinkommt oder ob die schon ausgebucht Also ein sind. Schönes Geburtstagsgeschenk für die Hannoveraner. Aber ich finde, wir sollten diese Sendung nicht ausklingen lassen, ohne auf das Wohl von H1 anzustoßen. Und da kommt auch schon Nathalie und bringt uns einen Schluck Sekt. Oh, die Gläser aus Südafrika. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für H1. Auf Danke die nächsten Ihnen. Jahre, auf Sie und Ihr Team. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.